nicht jeder kennt. Man kennt das Phänomen unter einem anderen Begriff, nämlich Sozialtourismus. Es geht letztlich darum, dass Ausländer nach Deutschland kommen, hier Sozialleistungen abgreifen und dann wieder in ihre Heimat verschwinden. Und der deutsche Staat lässt es zu, weil dieses Land von der Regierung geführt wird wie eine Bananenrepublik. Und wir können die Zeitung aufschlagen, und zwar zurück bis ins Jahr 2016. Es gibt immer wieder Fälle. Anfangs waren es Syrer, die nach Deutschland gekommen sind als politisch Verfolgte oder Schutzsuchende, hier im Sozialleistungsbezug waren und dann aber Heimaturlaub gemacht haben. Das wird mehr oder weniger geduldet. Und das zieht sich, diese Ereignisse ziehen sich bis in die Gegenwart. Gerade der jüngsten Presseberichterstattung kann man entnehmen, dass ein Algerier 13.900 € Bürgergeld bezogen hat, während er in Algerien lebte, dass ein Ehepaar in Nigeria lebte und dort 33.000 € an Sozialleistungen bezogen hat. Eine ukrainische Familie, die hier in Deutschland Schutz gefunden hat, sich beim Jobcenter angemeldet hat, aber danach wieder in die Ukraine gereist ist und 40.000 € Bürgergeld abgegriffen hat. Also der Berichterstattung zufolge ist das ein Problem, das quasi nahezu täglich offenkundig auftaucht. Fragt man die Bundesregierung, will sie von diesen Problemen nichts wissen. Fragt man Jobcenter-Mitarbeiter, dann sagen die, man redet auf den Fluren offen darüber, traut sich aber gegenüber der Führung nichts mehr zu sagen, weil man Angst hat um seine Karriere. Das sind die Zustände, in denen wir uns bewegen. Wir haben mit unserem Antrag Eindämmung von Sozialleistungsmissbrauch, Sofortmaßnahmen gegen Pendelmigration jetzt Vorschläge unterbreitet, die wir umsetzen würden, wären wir als AfD in Regierungsverantwortung. Und zwar gehen wir jetzt, weil ich dem Fachbereich Arbeit und Soziales vorstehe, von unseren Möglichkeiten aus, die wir haben, und das ist die Einflussnahme auf die Jobcenter. Und wir wollen ab sofort die Kontaktdichte erhöhen, das heißt also alle 4 Wochen ein persönliches Vorsprechen von ausländischen Leistungsempfängern, denn wer persönlich vor Ort ist, kann nicht im Ausland sein. Wir wollen, dass es endlich ein Fingerabdruck-Scan-Verfahren in den Jobcentern gibt. Es kann doch nicht sein, dass bis heute, in den Ausländerbehörden haben wir das, aber dass bis heute Sozialleistungen beantragt werden können, ohne dass die Identität zweifelsfrei nachgewiesen werden kann. Und Jobcenter-Mitarbeiter sagen mir, da stehen vollverschleierte Frauen vor ihnen und beantragen Sozialleistungen, und der Jobcenter-Mitarbeiter darf die Frau aber nicht bitten, den Schleier zu heben. Also es wäre ja dann die Verletzung der persönlichen Ehre und religiöser Freiheiten. Also muss er die Leistung gewähren. Aber da kann ja sonst wer vor ihm stehen, vielleicht sogar ein Mann unterm Schleier. Dafür könnte ein Fingerabdruckscan-Verfahren dienlich sein, um das zukünftig zu verhindern und die Identität zweifelsfrei festzustellen. Im Verdachtsfall sollen Prüfbesuche zu Hause möglich sein. Lebt da jemand? Quillt der Briefkasten über? Gibt es einen Verdacht auf den Sozialleistungsmissbrauch? Wir wollen, dass zukünftig die Passagierlisten der Busunternehmen, die regelmäßig in die Ukraine fahren, der Bundespolizei übermittelt werden und die Jobcenter die Möglichkeit haben, diese Passagierlisten abzugleichen mit ihren sogenannten Kunden. Wenn von Berlin aus tagtäglich 50 Busse nach Kiew verkehren, dann muss man doch mit einem Klammerbeutel gepudert sein, wenn man annimmt, dass von den 700.000 ukrainischen Leistungsberechtigten in Deutschland nicht einer in diesem Bus sitzt. Als AfD-Regierung haben wir eine ganz klare Position. Jeder, der an der Grenze rausgezogen wird als Leistungsbezieher auf dem Weg in die Ukraine, der verliert 2 Dinge, nämlich seinen Schutzstatus in Deutschland und darf danach noch seine Bürgergeldleistungen zurückerstatten. Aber diese Regierung macht das gerade nicht. Sie lässt sich auf der Nase herumtanzen. Gleiches, was wir mit den Bussen vorhaben, wollen wir auch bei Flugreisen machen. Wir wollen, dass bei einem Verdacht des Sozialleistungsmissbrauchs, beim Verdacht von Sozialleistungstourismus, die Zahlung erstmal vorläufig einstellen, und sollte sich der Verdacht erhärten, dann die Zahlung endgültig einstellen und auch die gezahlten Leistungen dann vollständig zurückerstatten, inklusive Kosten der Unterkunft. Und wir wollen sie eben nicht nur rückfordern, sondern wir wollen sie auch effektiv, diese Forderung effektiv vollstrecken. Das ist unser Angebot an die Bürger in Deutschland, sorgsam mit ihrem Steuergeld umzugehen und Sozialleistungstourismus, Sozialtourismus zukünftig effektiv zu unterbinden. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.